Jo Leute, ja, nicht wundern, wie ich aussehe, etwas fertig. Aber ich war heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war ich fertig und ach, keine Ahnung, irgendwie ja, war heute der ganze Tag ein bisschen, deswegen sehe ich auch so aus, wie ich aussehe. Was ich sagen wollte, ich gehe ja gleich wieder zur Massage. Eigentlich sollte ich bestimmt wieder geschröpft werden, ne? Aber da meine Mutter jetzt schon, die geht ja zu der gleichen wie ich. Und meine Mutter war Dienstag, glaube ich, da. Und dann, wollte die eigentlich meine Mutter auch schröpfen, aber es hat nicht funktioniert, weil das Schröpfgerät, glaube ich, kaputt war, aber wohl schon in der Woche davor, an dem Freitag. Und jetzt werde ich wahrscheinlich morgen nicht geschröpft. Ich meine, es tut ja nicht weh oder so, aber ich glaube, eine normale Massage ist besser. Ich weiß nicht, vielleicht das Schröpfen könnte ja auch helfen. Also ich meine, ich habe das Gefühl, dass es wirklich besser geworden ist, aber also so ein bisschen halt, nicht wirklich doll, aber ein bisschen auf jeden Fall. Gut, es war halt auch erstmal das erste Mal, genau, kann ich halt nichts dazu sagen. Aber wie gesagt, Massagen fühlen sich halt auch trotzdem geiler an als so Schröpfen, ne? Versteht sich halt. Und eigentlich wollte ich heute anfangen für das Köln-Video, dass ich das schneide und oder beziehungsweise ich muss ja noch zwischendurch ein bisschen kleine Sachen dazu drehen. So wie ich das halt immer mache mit meinen Follow-Me-Arounds hier, die, wo ich in andere Städte bin. Aber ihr hört es ja, ich bin ja krank. Und ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ich habe zwar gestern ein Video gedreht mit Maria zusammen, aber das ist was anderes. Ich will halt, eigentlich wollte ich nicht meinen Urlaubsdings da, meinen Follow-Me-Around da so drehen. Aber mal gucken. Ja, ich will es eigentlich jetzt nicht machen. Habe mich jetzt auch dagegen entschieden. Habe mich aber dafür entschieden, dass ich das dann morgen mache, weil morgen habe ich wahrscheinlich auch zeitlich mehr Zeit. Da schaffe ich es halt zeitlich besser, weil ja, jetzt wäre es einfach, glaube ich, auch zeitlich total kacke. Ja, ich hätte es zwar auch heute machen können, aber morgen habe ich mehr Zeit, weil ich ja, wie gesagt, auch morgen früh aus der Schule komme, weil es ja schließlich Freitag. Und ja, und dann werde ich das wahrscheinlich morgen machen. Ich muss es nur noch auf jeden Fall jetzt am Wochenende machen. Die Sache ist nur die, ich glaube, jetzt am Wochenende wird es auch wieder schönes Wetter und ich glaube, da bekomme ich auch wieder Besuch. Und wenn Besuch da ist, wisst ihr, dann drehe ich halt immer nicht oder mache halt so gut wie gar nichts. Aber am wichtigsten ist eigentlich erstmal das Video für Sonntag. Das muss ich jetzt noch fertig schneiden, aber das kann ich heute noch machen. Das wäre nicht das Ding. Ah, es ist halt trotzdem ein bisschen blöd so, weil ich da halt, ja, wenn ich halt am Wochenende, wie gesagt, keine Zeit habe, dann ist es halt doof. So, und dann lade ich das zwar Mittwoch hoch, nur die Sache ist ja die, dass ich für darauf die Woche Mittwoch das New York-Video fertig haben muss. Und ich weiß nicht, wann ich das fertig kriegen soll, kann, wie auch immer. Weil mein Problem ist, ich muss da ja dann auch wieder so ein bisschen, ne, nebenbei hier drehen. So wie ich das halt immer bei den Videos halt mache. Bei diesen Follow-Me-Arounds. Nur die Sache ist die, wann soll ich das machen? Nächste Woche, also während der Schulwoche habe ich nun mal keine Zeit. So ist das halt immer. Ich komme immer fertig nach Hause. Und das war jetzt auch gerade mal die erste Woche von der Schule. Das heißt, die Woche war, sage ich mal, noch relativ angenehm. Die nächsten Wochen werden viel, viel schlimmer, weil jetzt es langsam wieder losgeht. Und da ich nur noch einen Monat quasi habe oder nicht mehr ganz, bis mein Praktikum losgeht, werden wir da nochmal ziemlich doll ranklotzen, sage ich mal so. Und ja, das heißt, ich werde wahrscheinlich gar keine Zeit haben, irgendwie was zu machen. Das Blöde ist auch, ich kann es nicht mehr sagen, dass ich dann das Video am Wochenende drehe, weil mein Problem ist, am Wochenende bin ich in Tropical Island dann an dem Wochenende. Also quasi, wenn wir das jetzt sehen, nicht dieses Wochenende, sondern nächstes Wochenende, jetzt von mir aus, von meinem Datum her, von meinem jetzigen Zeitpunkt. Und da bin ich halt in Tropical Island mit meiner Cousine, mit meinem Cousin und seinem Kumpel. Und da sind wir halt in Tropical Island, das heißt, ich habe da das ganze Wochenende auch keine Zeit. Wir sind wirklich von Freitag bis Sonntag da, wir schlafen da halt richtig und so. Ich überlege, meine Vlogging-Cam da auch mitzunehmen, mal gucken, wie das alles funktioniert. Ich muss gucken, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt was mitnehme, also wie das so, ne? Ich freue mich zwar auch schon drauf, aber ich hatte nicht gedacht, dass es jetzt so schnell geht und jetzt bin ich so, es ist irgendwie sehr schwierig. Ja, muss ich gucken. Also es wird echt, das ist jetzt gerade alles echt kompliziert. Ich muss sehen, wie ich das alles schaffe. Das heißt wahrscheinlich, an dem Sonntag wird vielleicht sogar nicht mal ein Video kommen. Ein Vlog, keine Ahnung, obwohl ich ja ganz viel Material habe. Ich muss gucken, wie ich das alles schaffe. Die Hauptvideos wären mir zwar im Moment einfach wichtiger, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es ist alles so kompliziert.
Vor allem das Doofe ist halt, dass ich natürlich verreist bin, sage ich mal, erst am Ende der Ferien. Das heißt, ich hätte ja nicht mal in den Ferien quasi Zeit gehabt, das Ganze zu schneiden, weil Köln hätte ich keine Zeit gehabt zu schneiden. Ich kam Sonntag quasi wieder aus Köln. Da war ich natürlich ausgelaugt und hätte, wenn ich Zeit gehabt hätte, vielleicht Montag und Dienstag an dem Video arbeiten können. Da ich aber Montag mit meiner Cousine beim Tätowierer war und Dienstag mit meiner besten Freundin beim Piercer, war das mit der Zeit auch scheiße. So Mittwoch bin ich dann schon wieder nach New York geflogen und da war ich dann bis darauf die Woche Mittwoch quasi. Also ich kam dann Mittwoch hier wieder an. Und da war ich erstmal auch ausgelaugt und dann hätte ich zwar vielleicht Donnerstag und Freitag Donnerstag hatte ich schon wieder Arzttermine, ganz viele. Freitag war ich dann im Kino mit meiner Cousine. Nicht, dass es jetzt so irgendwie ne Kacke ist oder so, dass ich im Kino war. Ich meine, ich hätte auch sagen können, nein, wir gehen nicht ins Kino. Aber ich hatte es mir ja vorgenommen, dass ich ins Kino gehe. Und danach ist halt immer nicht so. Da ist halt immer die Motivation fehlt und die Zeit ist irgendwie doof und keine Ahnung. Und danach, samstags, hatten wir dann schon wieder Besuch. Und ach genau, und dann an dem Samstag waren meine Cousine, meine Tante und so, da waren ja schon wieder ein paar Leute hier, weil wir gegrillt haben. Es ist einfach, und Sonntag, ja, habe ich nur gechillt, weil wenn man wieder lange wach war und tralala, dann war das halt so. Ich habe den Sonntag halt wie Sonntag halt genutzt. Es ist im Moment alles ein bisschen schwierig. Ich muss sehen, wie ich das alles hinkriege. Es ist, wie gesagt, ich möchte gerne, ich liebe es, meine Wochenenden so zu nutzen, dass ich quasi was unternehme. Aber es ist dann immer schwierig, wenn ich das Wochenende nicht dafür nutze, um ein Video zu drehen und zu schneiden, dann fehlt mir die Zeit für das Drehen und Schneiden. Das ist das Problem. Ich meine, ich habe das ganze Material da, aber wann soll ich das machen? Wie gesagt, ich könnte jetzt was machen. Aber dazu musste ich halt erstmal was drehen. Ich meine, ich könnte vielleicht schon anfangen, das Material vorzuschneiden, aber das ist, da mache ich mir viel mehr Arbeit und das ist jetzt viel zu kompliziert, als wenn ich einfach gleich die ganze Kacke erstmal aufnehme, um dann auch im Nachhinein dann alles zusammenzuschneiden. Das, was ich jetzt noch dazu sage und das, was ich da aufgenommen habe. Also wenn ich jetzt da erstmal das, was ich da aufgenommen habe, zurechtschneide und dann hier das aufnehme, das ist zu kompliziert. Ja, und ich glaube, wenn ich im Praktikum bin, wird das mit der Zeit auch ein bisschen schwierig. Ich weiß noch nicht. Es ist, verzeiht mir einfach, dass das jetzt alles so ein bisschen, ich weiß nicht, wenn ihr das hier seht, kann sein, dass die Zeit schon überwunden ist. Ich bin mir sehr unsicher. Nach meinem Praktikum habe ich dann auch noch eine OP, also eine Fuß-OP. Und ob ich da irgendwas Großartiges mache, weiß ich auch noch nicht. Dann ist Weihnachten, Silvester. Und dann gehe ich auch schon wieder zur Schule. Und dann fängt diese ganze Prüfungszeit schon an. Also da vorbereiten wir uns dann auf die Prüfungen vor. Und das wird eine echt harte Zeit, weil im Mai fangen ja, glaube ich, die ganzen Prüfungen an. Es wird eine ganz schlimme Zeit, ich weiß es jetzt schon. Und ob ich dann das mit den Videos alles unter einen Hut kriege, weiß ich auch noch nicht. Ah, ich wusste es. Ich habe schon gesagt, es graut mir einfach vor dem dritten Jahr, weil ich mir denke, das wird das anstrengendste Jahr in meinem ganzen Leben. Nee, nicht in meinem ganzen Leben. Es ist wie in der 10. Klasse. Da hat man auch, da war das auch das schlimmste Jahr. Das hat man ja auch überwunden. Aber es ist halt immer, wenn man gerade in dieser Situation steckt, ist es halt immer kacke. Im Nachhinein kann man immer sagen, oh ja, war ganz okay oder keine Ahnung. Es ist aber auch einfach schon so krass, dass ich diese Ausbildung jetzt schon, ich bin jetzt schon im dritten Jahr und das heißt, ich bin dann einfach schon fertig, dann nächstes Jahr. Es ist einfach so krass und ich habe mir zwar immer über die Zukunft so Gedanken gemacht, aber jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, was die Zukunft angeht. Ich hatte eigentlich feste Ziele und Pläne, aber irgendwie, teilweise werden sie dann immer über Bord geworfen, sag ich mal so, und über den Haufen gerannt, weil es irgendwie alles ein bisschen anders läuft und ich bin noch sehr unsicher und ich habe auch so ein bisschen Angst vor der Zukunft, weil ich nicht weiß, was danach kommt. Meine größte Sorge ist ja, dass ich keinen Job finde danach. Und das wäre einfach echt kacke, wenn ich jetzt eine Ausbildung gemacht habe, wo viel Geld rein investiert wurde und man dann am Ende keinen Job findet. Ich weiß noch nicht, ich muss sehen. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Muss ehrlich sein, ich habe da so ein bisschen Zukunftsängste. Hatte ich nie so wirklich, weil ich immer eigentlich ein festes Ziel, was meine Zukunft anging, hatte. Und was die krassen Sachen anging, lag halt auch immer noch viel Zeit zurück. Und deswegen konnte ich halt
lag halt viel Zeit noch bis dahin und ich hatte halt noch Zeit, einfach nur darüber nachzudenken und mir dann einfach zwar vorzustellen, wie das alles wird, aber ich war halt noch nicht so nah dran, dass es so greifbar dann schon ist und dass man dann sich schon darüber Gedanken machen muss. Das ist irgendwie total krass. Na, mal sehen. Ich werde sehen, wie es erstmal jetzt nach dem Praktikum weiterläuft. Und dann mal gucken. Es könnte sogar sein, dass wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, ich dann wahrscheinlich in der Zeit vielleicht sogar auch gar keine Zeit habe für Videos. Und es dann anfängt, dass ich nicht einmal oder zweimal die Woche Videos mache, sondern vielleicht nur noch einmal im Monat, wenn überhaupt. Oder alle 2 Wochen, alle 3 Wochen. Weil es passieren kann, dass ich einfach keine Zeit mehr habe. Könnte sein, dass ich mich da dann so oder so vielleicht nochmal melden werde und das, was dazu sagen werde oder so. Aber, ja, ich meine, ich will jetzt auch keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber es kann halt alles passieren, ne? Und ich glaube, genau das wird auch passieren. Das habe ich halt gerade so im Kopf. Aber es liegt im Moment gerade daran, weil ich, glaube ich, generell zurzeit so diese Zukunftsängste habe. Ich weiß auch nicht. Wenn es dann doch so weit ist, ist man so ein bisschen, ja. Wenn das alles noch so weit weg ist und du in der Zeit dazwischen halt was geplant hast, also schon was Festes hast, dann ist es so ganz logisch für das, was danach kommt. Aber wenn, umso näher du daran kommst, umso mehr merkst du eigentlich, dass es noch gar nicht so feststeht. Ich habe das Gefühl, alles, was ich geplant habe, passiert definitiv nicht sofort. Könnte vielleicht irgendwann noch passieren, aber wahrscheinlich nicht in so naher Zukunft. Ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich meine, wenn das noch hier mit den Videos alles relativ gut klappt, dann begleitet ihr mich ja trotzdem, sage ich mal, auf meinem Lebensweg und ihr erfahrt immer, was ich so mache und keine Ahnung. Dann werdet ihr das Ganze so mitkriegen. Gut. Ja, Leute. Ja, meine Nase ist verstopft, das tut mir leid. Aber so ist es, wenn man krank ist. Ich war ja heute bei Massage, tralala, war schön, war super. Ich habe jetzt noch ein paar Videos geguckt von Jonessa, weil ich ja, wie gesagt, schon lange nicht mehr hinterherkam. Die sind jetzt schon eine Woche alt. Oder, also über eine Woche oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall waren die von der GlowCon. Das letzte Video, was ich jetzt gesehen habe. Und sie war ja auf der GlowCon. Und das habe ich mir halt angeguckt. Und sie hat halt, Samstag war, glaube ich, die GlowCon. Und sie hat Freitagnacht noch gearbeitet. Und Jonessa arbeitet da in so einem Club-Ding, Disco, was auch immer. Und auf jeden Fall, und dann musste sie aber auch gleich frühst gleich wieder los. Also als sie dann frühst von der Arbeit kam, konnte sie nur noch duschen, sich nochmal neu schminken, also so fertig machen. Aber in weniger als einer halben Stunde, glaube ich, alles. Und dann musste sie schon wieder los, weil sie dann zur GlowCon gefahren ist. Ja, und sie war halt da. Sie wurde von Zuschauern angesprochen, tralala, und dann hat sie halt Maren gesucht, weil sie ist ja ein großer Fan, also Maren und Tobi hat sie halt gesucht, weil sie ist halt ein großer Fan von Beauty Peachy, beziehungsweise auch von Daily M&T und so. Und muss ich sagen, habe ich früher auch total gerne geguckt, ne, aber ist mittlerweile ja auch nicht mehr so meins, ne, ist nicht mehr den, ne, man verändert sich ja auch und guckt halt irgendwann auf immer was anderes. Zum Beispiel Ape Crime gucke ich zum Beispiel auch nicht mehr ganz so häufig. Ändert sich halt alles. So. Und dann wurde ihr irgendwie wohl gesagt, dass die nicht kommt und tralala. Und dann war sie total traurig und wütend und enttäuscht und was weiß ich. Und dann meinte sie, ja, jetzt ist mir egal, wo wir hingehen, jetzt ist mir alles egal, bla bla. Und ich muss sagen, ich bin gar nicht mehr so dieser große Fan-Mensch. Also ich bin gar nicht mehr so ein großes Fangirl, was ich früher war. Aber ich kann sie verstehen, weil ich ja selber mal in dieser Rolle war. Und ich weiß, wie es ist, einfach, wenn du Leute nicht siehst, die du gerne sehen möchtest. Ist einfach so, ich weiß, wie das ist. Und ich kenne das Gefühl und ich weiß, dass es kacke ist. Gut, ich möchte oftmals gerne Leute sehen, die ich nun mal noch nicht gesehen habe. Bei ihr ist es halt so, sie hat zwar Maren schon mega oft gesehen und so, aber sie ist halt der größte Fan von Maren. Da ist es halt immer noch mal was anderes. So, war sie dann halt so mega traurig und geknickt und tralala. Und später auf jeden Fall hat sie dann doch noch gesehen und so. Schaut euch einfach den Vlog an. Geht einfach mal auf ihren Kanal und guckt euch den Vlog von der GlowCon an. Auf jeden Fall wollte ich dazu was sagen. Und zwar
will ich damit sagen, das ist vielleicht sowas wie eine Lehre oder irgendwas, was man sich halt merken kann. Und zwar, geht niemals auf ein Event, wo ihr hingeht wegen nur einer bestimmten Person oder zwei bestimmten Personen, wie auch immer. Geht da nicht nur deswegen hin. Also geht, oder beziehungsweise, wenn ihr nur wegen irgendeiner bestimmten Person dorthin geht, dann geht da gar nicht hin. Muss ich einfach so sagen, denn es kann sich sonst richtig kacke anfühlen auf diesem Event. Denn die Sache ist die, wenn du diese Person siehst, dann hast du sie gesehen und alles ist cool. Aber du bist ja trotzdem noch die ganze Zeit auf dem Event und du hast so viel Geld bezahlt, nur um eine Person zu sehen. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Und die andere Sache ist dann halt nochmal die, wenn du die Person nicht siehst, weil da irgendwas dazwischen kommt oder weil einfach so viele Leute da sind, weil die Person mega berühmt ist nun mal oder so und du kommst da einfach nicht ran, dann bist du verdammt traurig, wenn du diese Person nicht siehst. Ich muss sagen, ich bin eine Zeit lang auch wegen relativ bestimmten Personen auf die Videodays gegangen, meine ersten Videodays, um eben YouTuber zu treffen. Aber ich hatte, mein größter Wunsch waren halt Ape Crime und für die habe ich halt auch eine Weile angestanden. Ich glaube, 4 Stunden habe ich für die angestanden. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und, aber ich habe es halt nicht bereut, weil ich davor, glaube ich, bevor ich Ape Crime getroffen habe, ich weiß gar nicht, ob ich davor auch schon YouTuber getroffen hatte. Auf jeden Fall war das halt so krass an diesen Videodays, da habe ich so viele YouTuber getroffen und gesehen, dass es einfach, ja, dass ich im Endeffekt ja noch ganz viele andere gesehen habe, die ich halt auch gerne sehen wollte und tralala. Und somit war das voll in Ordnung. Dann die Videodays im Jahr danach habe ich halt einfach mitgemacht, weil es eben die Videodays sind. Und ich habe es ja nun mal mitbekommen, wie das so ist. Und ich fand es halt voll cool. Und wenn man dann halt die YouTuber noch trifft und so. Und ich hab halt, ich sag mal so, wenn ich in meine Abo-Box gucke, ich habe so viele YouTuber abonniert, dass es mindestens einen davon sieht man auf jeden Fall und man wird eigentlich nicht enttäuscht. Und deswegen bin ich die anderen Jahre halt da trotzdem auch noch hingegangen, weil ich halt trotzdem immer, weil ich es im Jahr davor schon ganz cool fand, deswegen bin ich im Jahr danach sowohl in Berlin als auch in Köln gegangen. Und in Berlin war es halt richtig cool irgendwie, weil man halt richtig locker so alles war, es war nicht so voll und tralala und ja, deswegen war das eigentlich relativ entspannt. Natürlich, es gab ein paar Leute, die ich hätte vielleicht da auch noch gerne gesehen, aber ich sag mal so, das wäre mir jetzt nicht super wichtig gewesen. Also, es wäre schön gewesen, aber wenn es halt nicht so ist, dann halt nicht. Dafür habe ich halt andere Leute gesehen, coole Leute. Und bei den Videodays in Köln, da war es dann halt so, dass ich, wie sagen wir, ein bisschen enttäuschter war. Ich habe zwar auch viele Leute gesehen, coole Leute, die ich gerne sehen würde oder schon mal gesehen habe, aber ich ja kein Problem habe, die nochmal zu sehen oder so. Und hätte eine Person super gerne gesehen, habe diese aber auf den Videodays leider gar nicht gesehen und bin danach so ein bisschen mit einem traurigen Gefühl, aber nicht so glücklichen Gefühl rausgegangen. Aber es ist relativ schnell, sag ich mal, wieder verflogen, weil ich ja trotzdem glücklich war, dass ich ganz viele andere Leute getroffen habe. Wenn ich jetzt, sag ich mal, nur irgendwo hingehen würde wegen einer Person, dann wäre das echt traurig. Gut, sie ist wahrscheinlich nicht nur wegen Maren dahin gegangen, sie ist ja auch wegen anderen Leuten, da waren ja auch andere YouTuber, mit denen sie da ja... Gut, sie ist halt, hat halt auch die anderen gesehen und tralala. Aber ich glaube, ihr Hauptgrund war schon Maren, ne? Und kann ich halt auch verstehen, wenn man so Fan ist. Aber wie gesagt, ich habe zum Beispiel das Glück, ich wollte ja auf den Videodays in Köln Alicia Marie sehen, habe ich sie aber nicht gesehen. Dafür war ich ja dann bei ihrem Konzert und deswegen ist es für mich jetzt wahrscheinlich im Nachhinein eh nochmal einfacher, das zu sagen, so von wegen ist ja kein Ding. Wenn ich vielleicht nicht auf ihr Konzert gegangen wäre, wäre es vielleicht für mich auch nochmal ein bisschen ärgerlicher gewesen, sage ich es mal so. Ich meine, ich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht mehr so krass der Fan, so und oh und keine Ahnung, glaube ich. Es gibt halt nur so bestimmte Leute, bei denen ich das noch bin und das sind Gronkh, weil der ist mittlerweile für mich einfach mein Lieblings-YouTuber. Achso, und bei der U-Messe und so, ja, da bin ich halt wegen bestimmten Personen hingegangen und war auch enttäuscht, wenn ich sie nicht, also wo ich dann später irgendwie die nicht gesehen hatte oder so, aber ich habe alles hingekriegt und habe die halt alle gesehen, dadurch ist es für mich wahrscheinlich auch trotzdem nochmal einfacher, das zu sagen. Nee, auf jeden Fall. Und so bin ich halt ein Riesenfan nun mal von Gronkh und von YouTuberinnen, die mir so, also da mag ich ja ganz viele, aber ich habe glaube ich mittlerweile schon fast alle gesehen. Oder alle? Ich glaube, ich habe sogar schon alle gesehen.
von den YouTuberinnen, die so in meiner Leiste sind, wisst ihr, auf meinem Kanal da auf der rechten Seite. Außer Regina. Ja, außer Regina. Und Regina steht ja auch ganz oben, weil sie für mich nun mal das größte Vorbild von allen ist. Und die habe ich leider noch nicht gesehen. Und da wäre es für mich wahrscheinlich genauso traurig, weil Regina ist, glaube ich, eine Person, wo ich immer noch wahrscheinlich das Fangirl bin. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn ich sie dann einmal gesehen habe, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen, weil ich halt Regina, weiß ich nicht, schon vor lange mag. Ich habe mich ja auch total gefreut, ich habe ja sogar geheult, als Regina und Asu da auf ihrem Kanal Frauen sind dumm, da das Snapchat-Kino gemacht hat und Regina meint, dass sie sich an mich erinnert und tralala. Das fand ich so schön einfach, dass ich dachte, boah, krass, es ist einfach, kann ich nicht in Worte fassen. Ja, und wenn ich sie dann sehen würde, würde ich wahrscheinlich auch heulen. Bei Gronkh habe ich ja gedacht, ich heule auch. Das haben mich sogar alle gefragt. Im Nachhinein hast du geweint und halala. Nein, habe ich nicht. Ich hatte zwar danach, als ich quasi weggegangen bin, ein bisschen Pipi in den Augen. Aber wie gesagt, bei mir war es ja dann erst hier zu Hause, weil ich... Oh, es war ganz komisch. Ja, aber da hätte ich das wahrscheinlich auch immer noch, weil Gronkh, wie gesagt, für mich... Ich muss sagen, er ist mittlerweile echt mein Lieblings-YouTuber. Und Let's Player und wie auch immer. Also das ist ja... Er ist echt mir am liebsten wirklich mittlerweile bei YouTube. Ich gucke zwar immer noch ganz viele andere YouTuber und so, aber ja. Nee, wie gesagt, Jonessa mag ich auch. Das wäre auch mal ganz cool, die vielleicht zu sehen. Weil, ja, aber ansonsten halt, wie gesagt, ich bin, glaube ich, nicht mehr ganz so das große Fangirl, was ich mal war. Wie gesagt, die Leute, die hier in meiner Leiste sind bei mir auf meinem Kanal, die Mädels da, die mag ich immer noch alle total gerne. Und natürlich würde man sich natürlich freuen, die auch nochmal zu sehen und keine Ahnung. Aber ich wollte damit einfach nur sagen, dass ich das, was Jonessa quasi, wie sie halt reagiert hat, kann ich verstehen, weil ich wahrscheinlich genauso reagiert hätte oder nicht genauso reagiert hätte, aber im Inneren, wenn ich das hätte versteckt und hätte dann wahrscheinlich spätestens zu Hause mega geheult oder so, keine Ahnung. Sie ist halt auch, sie meinte ja, es war mega emotional und so, ja klar, dazu kommt halt auch noch, dass sie keinen Schlaf hatte und somit mega viel Energy Drinks hintergekippt hat und tralala und somit, wenn dir Schlaf fehlt, glaube ich, bist du auch nochmal emotionaler, als wenn dir, ne, wenn du Schlaf bekommst und deshalb, ja, muss ich da sagen, kann ich sie verstehen und, aber ich möchte euch damit sagen, macht das nicht, geht nicht zu Events, in der Hoffnung, wie gesagt, da eine bestimmte Person zu sehen. Weil ihr könnt echt enttäuscht werden oder es kann passieren, dass es nun mal nicht so klappt, wie es klappen könnte. Und das wäre einfach so schrecklich. Also wirklich, wenn ihr da so richtige Fangirls oder Fanboys vielleicht sogar seid, dann, ja, ich möchte euch damit nur sagen, macht's nicht. Also, geht, wenn dann schon wegen mehreren hin, weil klar, die YouTuber finden es immer toll, wenn Leute, ich weiß nicht, ob es alle, aber einige sagen immer, oh, ich finde es schön, dass du nur wegen mir, oder nee, ach, keine Ahnung, ich glaube, das sagt gar keiner, aber die wissen es halt so, dass einige nur wegen denen kommen oder so, und das ist sowas, weiß ich nicht, ist, finde ich, nicht ganz cool, muss ich sagen. Nee, damit will ich euch nur sagen, macht das nicht, also, dann geht lieber hin und interessiert euch für das ganze Event. Ich meine, ich war auf der Gamescom, einmal, weil ich generell mal Bock hatte, einfach auf die Gamescom zu gehen. Deswegen war ich da. Sagen wir mal, selbst Gronkh wäre nicht auf der Gamescom, hätte ich vielleicht sogar wirklich trotzdem Bock gehabt, mal auf die Gamescom zu gehen. Und wäre dann halt auch hingegangen. Natürlich war es cool, Gronkh zu sehen. Und wenn ich vielleicht nächstes Jahr wieder hingehe, würde ich es vielleicht sogar nochmal nutzen, ihn zu treffen. Keine Ahnung, ich kann es noch nicht im Voraus sagen, weiß man nicht. Und ja, und ich hätte mich natürlich auch mega gefreut, Pandora zu sehen, habe ich aber nicht, nur von Weitem halt und lalala, ja mein Gott, aber ich ärgere mich jetzt nicht so extrem darüber, muss ich sagen. Also man hat ja immer, man kriegt ja bestimmt immer mal wieder irgendwo im Leben die Chance oder so und man muss einfach positiv denken und wie gesagt, wenn man nur deswegen dorthin geht, dann ist das total fatal. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Gamer, aber das fand ich echt cool, muss ich sagen. Ich gucke halt super gerne Let's Plays selber spielen, tue ich eher weniger, aber ich muss sagen, die Messe an sich war so cool, die ganze Gamescom und deswegen will ich unbedingt nochmal hin. Das war eben auch cool, als ich mit Angie, also oder gegen Angie Tekken gespielt habe. Ja, Tekken spiele ich zum Beispiel auch super gerne. Es sind halt so ein paar Sachen, ich bin nicht mega so der Zocker oder so, aber
Doch, es ist also mega die coole Messe. Und ich finde schon alleine das so geil, dass man sich so verkleidet und so. Ich würde, glaube ich, auch Cosplays machen, wär auch voll was für mich, so sich einfach verkleiden. Aber so Cosplays sind mega fucking aufwendig und nee, dann ist es schon wieder unteuer. Deshalb, ja. Aber nee, das wollte ich nur mal kurz loswerden und sagen, weil ich das gerade halt gesehen habe und deswegen nur mal so, macht's nicht. Also, tut nicht etwas, was am Ende vielleicht schief gehen kann und ihr dann viel Geld für etwas bezahlt habt, was ihr im Endeffekt halt nicht bekommen habt. Und gut, wenn das Event an sich halt kacke ist und ihr schon mal in den Jahren davor da wart und das dann halt schlechter geworden ist, dieses Event, und ihr habt dann halt viel Geld bezahlt für ein schlechteres Event, das ist natürlich auch kacke. Aber das kann man ja vorher nicht wissen, aber sowas kannst du vorher halt mehr oder weniger abwägen. Und ja, dann würde ich mir lieber vornehmen, mehreres dort bei dem Event zu sehen, zu machen, was auch immer. Weil wenn man wirklich nur wegen einer Sache dahin geht, dann ist das nicht cool. Gut, ja. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt das, was ich sagen wollte. Ich werde jetzt auch gleich pennen gehen. Ich muss morgen wieder um 5 raus. Zum Glück ist morgen Freitag. Nur ich habe morgen 2 Blöcke ohne Maria. Das ist echt ätzend. Die Schule überstehe ich immer nur so mit ihr zusammen. Es ist schon immer schlimm, wenn sie manchen Tagen nicht da ist. Und dann fühle ich mich schon, also sie ist ja nicht so häufig nicht da, aber wenn sie dann mal nicht da ist, dann ist es schon so ganz schlimm. Und deshalb, ja, mal sehen, wie es morgen wird. Sind zwar nur 2 Blöcke von 3, was heißt nur, es ist mehr als die Hälfte. Ja, mal sehen, wie es wird. Und das jeden Freitag. Einen Monat lang jetzt. Ich bin gespannt. Freitage waren eigentlich immer die besten Tage. Auch wenn die Stunden immer nur so lala waren. Aber ich ohne sie. Ah, es ist immer sehr schwierig. Wenn du eine Bezugsperson hast und ohne die ist es natürlich immer schlecht. Vor allem, wenn du dich halt mit allen anderen nur semi-gut verstehst. Was heißt semi-gut? Es ist nicht mal semi-gut. Es ist, man akzeptiert sich, sagen wir es so. Man weiß, dass man da ist, so, aber und Zusammenarbeit macht man nur, wenn man mehr oder weniger quasi vom Lehrer gezwungen wird, eine Zusammenarbeit zu machen. Ja. Mal sehen. Ich hoffe, es wird nicht ganz so kacke, sonst ist kacke, weil sonst halte ich das da nicht lange aus. Aber ist gut, ich muss mir halt sagen, es ist nur ein fucking Monat. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird nicht ganz so scheiße. 2 Blöcke lang. Gut, ich hasse meine Nase, ne? Ich werde jetzt gleich pennen gehen. Ich hoffe, dass ich bis nächste Woche echt wieder gesund bin. Weil wenn wir nach Tropical Island fahren, dann muss ich gesund sein. Gut, ja. Das war's.